Heyo und willkommen zurück zu No Man's Sky in der 9. Expedition, dem guten Utopia. Und ja, ich stehe hier ein bisschen anders. Das hat auch einen guten Grund. So ein Schwank aus dem Alltag des No Man's Sky überfiel mich. Eiskalt, als ein Bekannter ein dezentes Problem hatte. Und er rief nach Sprit. Deswegen habe ich jetzt auch kein Raumschiff-Treibstoff mehr. Den muss ich mir gleich nochmal machen. Damit ich den wieder liegen habe auf Reserve. Ich brauche Ferritstaub 50. Okay, das kriegen wir gleich hin. Das kann man nebenbei eigentlich machen. Ja, der gute Nobertus, der ein oder andere mag ihn kennen, hat sich vielleicht ein bisschen verfranst, indem er, in der Expedition so weise war und sich einfach... Warum geht das nicht kaputt? Doch. Er hat sich Wasser gesucht, um die Perlen zu sammeln, die wir schon gesammelt haben. Und dafür war er natürlich schlau und dachte sich, ja, gucken wir doch mal auf der anderen Seite des Planeten. Da ist ja dann oft viel Wasser. Soweit seine Annahme auch richtig. Da ging er hin und landete dort auf einer kleinen Mini-Insel, umgeben bis zum Horizont mit Wasser. Das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt. Und dann nach der Landung machte es Klick und ja... Starttreibstoff alle und kein auf Reserve und auch keine Materialien, um eine Basis zu bauen. Da wir ja nun mal in dieser wunderbaren Expedition nur sowas bauen können, wenn wir im Bereich einer Basis sind, wie wir hier bei unserer, kam er da nicht weg. Er war halt wirklich einfach gestrandet, wie Robinson Crusoe. Und wie es nun mal die Utopia Foundation für Recht und Verfassung verlangt, eilte ich ihm natürlich als der gute Freitag zur Hilfe und musste ihn halt mal kurz im Multiplayer dann halt besuchen und ihm mal schnell meinen Starttreibstoff hinterlassen, damit er da wieder wegkommt. Sonst wäre er dann nie wieder weggekommen. Also was heißt nie wieder? Er hätte natürlich ins Wasser springen können und schwimmen. Bis irgendwann Land kommt. Das wäre im Bereich des Möglichen gewesen. So, der zeigt mir natürlich wieder hier diese komische planetare Karte, aber wenn ich mich recht erinnere, müssen wir auf den Vulkan. Erreiche den Krater des Gipfels eines Vulkans. Ja. Gut, wir müssen da hoch. Ja, wie dem auch sei, es ist natürlich nicht unbedingt zumutbar, ihn da schwimmen zu lassen. Also hat es sich natürlich keiner langen Überlegung bedarf, um ihm zu helfen. Kann ich einfach hochlaufen? Ah, sieht bis jetzt ganz gut aus. Also war ich da mal kurz und habe ihm mal kurz ausgeholfen, damit er da auch wieder, sagen wir, sinnvoll wegkommt. Nennen wir es einfach mal sinnvoll. So, kletter, 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 kletter. Ich glaube, ich muss dann auch relativ schnell flüchten, oder? Ich krieg doch da oben drauf Schaden, wenn ich mich recht erinnere. Da bricht jetzt der andere Vulkan aus, das ist ganz nett. Oh, jetzt bricht der ja wieder aus. Das ist aber nicht so schlimm, okay. Mal kurz warten. Ah, jetzt ist wieder Ruhe im Gebälk. Darf ich hier drauf rumlaufen? Ich darf. So. So. Und da ist der Krater. Aber ich glaube, ich muss irgendwie Schaden kriegen, oder? Ich muss die Lava berühren oder sowas. Ich hoffe, ich muss nicht direkt mitten reinfliegen. Jo! Jo! Jo!
so schlecht. Nein, gut. Okay. Wir haben es geschafft, das Ganze zu überleben. Jetzt laufe ich hier mal langsam runter und irgendeine Technik ist bei mir kaputt gegangen. Durch den massiven Schaden. Da muss ich gleich mal gucken. Ich hoffe, ich kriege die repariert. Au. Das war zu tief oder irgendwas im Weg, keine Ahnung. Ich will erstmal einfach wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich habe auch gar keine Anzeige. Ist es nicht so warm? Ja, doch. Ah, jetzt habe ich wieder Anzeige. Okay. So, dann gehen wir erstmal wieder zum Schiff zurück. Es wird dunkel. Dum 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 dum. So, dann gehen wir mal kurz ins Schiff rein und dann schaue ich mal, was kaputt gegangen ist und inwieweit ich das reparieren kann. Oder eben nicht. So, naja, Raumschiff geht's natürlich gut. Was ist denn hier kaputt gegangen? Du bist kaputt gegangen. Okay, muss ich Sachen opfern, die ich eigentlich nicht opfern will, aber naja, da bleibt mir jetzt nicht so viel anderes übrig. Als es zu tun. Es wäre zwar nicht so wichtig, aber ein bisschen schon. Okay, dann wollte ich noch eine Metallplatte, damit ich mir den hier nachbauen kann. Und der geht natürlich aufs Schiff. Gut. Was habe ich denn hier noch? War das schon die ganze Zeit da? Habe ich das übersehen? Habe ich das übersehen? Habe ich hier auch was übersehen? Nein, hier habe ich nichts übersehen. Okay. Okay, bauen wir das mal flink ein. Ah ja. Mache ich mal den hier, dann mache ich mal den hier, damit ich das da dran ballern kann. Moment. Dann machen wir noch den hier und den hier. Den nächsten Slot sollte ich, glaube ich, mal für die Technik benutzen, die wir so kriegen. Okay, ist ein schönes S-Teil. Das kann man natürlich gut gebrauchen. So, das stecke ich mal da rein. Ja, weil es wird langsam platzmäßig eng. So, Phase 2 haben wir damit nämlich auch erledigt. Ein Gipfel des Vulkans erreicht. Es gibt überlegenes Gefahrenschutz-Upgrade, jetzt, wo wir es nicht mehr brauchen. Reparaturset, reines Ferrit 999 und Kohlenstoff 999. Das finde ich gut, gerade das reine Ferrit. Das brauche ich sowieso noch. Bing, Expeditionsbelohnung erhalten, Krater. Jawohl. Wundervoll, wundervoll. Sehr schön, ja, Wärmeschutz. Ja, war mir fast klar, dass es ein Wärmeschutz wird. So, ach ja, ich bin ja hier, also wird das auch hier gelagert. So, Wärmeschutz, den stecke ich mal dahin und dann stecke ich dich damit hin und dann habe ich jetzt einen tollen Wärmeschutz, den ich nicht mehr brauche. Was bringt der mir beim Zerlegen? Einen Kabelbaum und Phosphor. Behalte ich im Hinterkopf. Das wäre zumindest so die erste Technik, die ich zerlegen würde. So, und sonst haben wir nur Materialien bekommen. Die müssten aber hier gesteckt worden sein. Ja. Wurden sie. Wurden sie. Sehr gut. Sehr gut. Ach, hier habe ich noch Klimbims. Klimbims. Gut. Ja, soweit so gut. Kann ich mich gar nicht beschweren. Okay, damit haben wir natürlich Phase 2 abgeschlossen und bekommen holographischer Freundpläne. Bing! Expeditionsbelohnung erhalten, Phase 2. Schön. Auch diesen holographischen Freund, den schauen wir uns später an. Na, auf dem Minibild sieht er schon mal cool aus. Finde ich gut. Endlich Freunde. Ich armes kleines Wesen. Endlich habe ich Freunde. So, ja, Phase 2 erledigt, Phase 3. Ja, wir sollen natürlich als erstes, warte mal, das müsste ja das hier sein, oder?
Oder habe ich hier noch... Nee, ja, hier habe ich nichts mehr. Das ist das nächste. Dritte Planeten für Utopia beanspruchen. Genau, Anweisungen, Basisbau, Upgrade durch die neue Dingsstation, Unterwasserlebewesen. Ich gehe mal von aus, dort werde ich welche finden. Regionales Gemüse sammeln. Das sollte ich mal anmachen. Was brauche ich denn? Sternenknollen und Impulsboden. Die hässliche Planetenkarte lösche ich gleich. Ich lösche die einfach. Das ist mir kackegal. Ich lösche die. Das geht mir einfach tierisch auf den Sack. Wo ist die? Da. Ciao. Das hasse mit den Planetenkarten. Sammle Sternknollen und Impulsbohnen. Okay. Erreiche einen fruchtbaren Planeten, um dort Gemüse zu ernten. Sternknolle und Impulsbohnen. Die finde ich hier auf jeden Fall nicht. Moment. Entdeckung. So. Da bin ich gerade. Okay, das ist es nicht. Hier habe ich gestartet, ne? Hier gibt es Sternknolle. Dann gibt es wahrscheinlich da auch Impulsbohnen. Hier gibt es nichts davon. Hier gibt es nichts davon. Hier gibt es Kaktusfleisch. Hier gibt es auch Sternknolle. Reichhaltiger Planet. Paradiesischer. Dann könnte ich das wahrscheinlich hier auch... Aggressive Wächter. Na, jetzt wird's lustig. Okay, ist der einzige Planet, der so ist. Dann würde ich tatsächlich lieber nochmal hier hinfliegen. Und mir dort Sternknolle holen. Und wenn ich Glück habe, ein paar Impulsbohnen. Das würde ich jetzt gerade mal aktiv vorziehen. Denn das ist schon... Das ist hart. Das ist echt hart. Das habe ich so nicht erwartet. Habe ich erwischt? Bioidentität? Ja, sehr gut. Hier wird es keine Impulsbohnen geben, gehe ich mal fest von aus. Hier gibt es pflanzentechnisch fast nichts. Ja gut, dann zurück zur anderen Base, würde ich sagen. Die Base ist dann hier erledigt und fertig. Halt! Eins würde ich natürlich noch machen, damit ich nicht hier wieder ständig zurück muss. Weil es geht. Dum, 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 dum. Ihr zwei. Kommt wieder mit. So. Euch stelle ich nämlich in der nächsten Basis wieder auf. Habe ich überhaupt den Platz dafür? Ja, das passt schon. So. Rein in die gute Stube. Wie sieht eigentlich mein Antrieb aus? Startschubdüse 6%. Das reicht, glaube ich, zum Starten nicht. Dann muss ich jetzt tatsächlich den hier tun. Und dann sollte ich vielleicht direkt nochmal eins bauen. Ah ne, im Raumschiff ist schon richtig. So. Immer auf Reserve liegen haben. Wusch. Und wir wollen dorthin. Zu Station Alpha. So, ich weiß nicht, wie mein Sprit aussieht. Ich sollte vielleicht hier. Ja, ihr wisst schon, Dingsen. Ah, damit ich ein bisschen Tritium bekomme. Das wäre gar nicht so schlecht.
Okay. Die sehen halt auch mittlerweile richtig schön aus, da sie so eine schöne Vielfalt haben. Ich mag die schon sehr an den Asteroidenfeldern mittlerweile. Auch eigentlich reichen. Ach ja, ich habe sogar Goldklumpen. So, oh, und ein Anomaliedetektor. Da werde ich später zum Ende hin bestimmt noch mal neugierig werden, tatsächlich. So, gut. Wir laden direkt mal auf. Danke fein. Und jetzt dahin. Wusch. Ist ein Stück hin. Aber ist mir lieber dort das zu machen, als irgendwo anders. Selbst wenn es nur ums Sammeln geht, weil ich weiß es noch gar nicht, das Ding kann ich noch gar nicht bauen zum Kochen, glaube ich. Aber da ist wenigstens Ruhe. Da gibt es keine Wächter. Das ist ein doch nicht zu unterschätzender Vorteil. Besonders wenn der nächste Planet tatsächlich der ist, wo halt wirklich aggressive Wächter sind. Das könnte interessant werden. Kann mir auch einen Vorteil bieten, ganz klar. Aber kann auch schwierig werden. Vielleicht müssen wir aber auch eine Unterwasserbasis bauen. Das wäre natürlich von Vorteil. Weil dann sind mir die Wächter vollkommen egal. Unter Wasser gibt es keine Wächter. Was haben wir hier? Ach, na, du bist mir doch egal. Geh weg. Ich dachte, da gibt was Schönes. Und zack. Kommen wir wieder entspannt bei unserer Base an. Und ich brauche diese drei Impulsbohnen. Okay. Eigentlich möchte ich da gleich landen. Das macht sehr viel Sinn. Ich könnte auch eigentlich das Wrack da drüben von dem Frachter auch mal ausnehmen. So, ich lande hier. Hallo Welt! So, und dann hole ich mir die mal. Und danach gucken wir mal, ob wir hier irgendwo Impulsbohnen in der Nähe haben. Zum Glück brauche ich nur drei Stück. Das geht eigentlich. Jetzt speichert er wieder nebenbei einfach so. So, wir haben hier so ein bisschen was. Impulsbohne. Zeig mir Impulsbohne. Impulsbohne. Haben wir hier noch eine näher dran? Das ist hier das Sternenbohren-Ding. Ach, da muss ich noch eins einsammeln, ja. Da oben ist auch eine Impulsbohne, die ist näher dran. Definitiv. Da ist noch mehr Sterndorn und da ist noch... Ja, Impulsbohne und Sterndorn. Kein Problem. Im Nu ist es getan. So, liebe Impulsbohne. Komm hier, hier. Ich bekomme direkt 4 Stück, 5 Stück. Perfekt. Bereite bittersüßen Kakao und Pilgerelixier zu. Setze einen Nährstoffprozessor ein, um Kochen zu beginnen. Kann ich den schon... Ich kann den schon bauen. Kann ich den überall hinsetzen? Nee, nur in der Base, ne? Ja, Bau nicht möglich. Fehlende Komponenten. Oh, hermetisches Siegel und 2 Metallplatten.
Hermetische Siegel und zwei Metallplatten. Ich brauche Ferritstaub. Ach ja, weil ich außerhalb der Base bin. Wir müssen erstmal zu unserer Base. Okay. Kein Problem. Das vergisst man halt schnell, wenn das so neu ist, dass man nur bei der Base bauen kann. Was ich aber persönlich geil finde, weil das die komplette... Diese kleine Kleinigkeit sorgt dafür, dass man das Spiel komplett anders spielen muss. Das ist eigentlich schon clever gemacht von Hello Games, um hier mal Abwechslung reinzubringen. Ach ja, das ist ja die ganz tolle Hütte. So. Hermetische Siegel 1. Und wie viele Metallplatten brauche ich für das Ding? 2. Na gut, dann brauchen wir erstmal Ferritstaub. Schön. So. Soll ja wohl reichen. Ja, dich brechen wir noch auf. So, 2 Stück hätte ich gern davon. Und dann hätte ich dich gerne in einer schöneren Farbe. Wie üblich. Ich glaube, den kann ich auch immer wieder einsacken. Nehme ich dann auch, glaube ich, mit. Ich weiß nicht, ob ich nochmal was kochen muss. Muss ich gleich mal gucken. Den setzen wir hier hin. Das haben wir toll gemacht. Und dann soll ich bittersüßen Kakao. Bittersüßen Kakao. Gib Impulsbohnen in den Nährstoffprozessor. Okay. Bittersüßer Kakao. 1:1. Dann... Ich weiß nicht, wie viel ich davon bauen soll. Ich würde tatsächlich dann erstmal nur 1 machen, falls ich noch mehr davon brauche. Zack. Habe ich bittersüßen Kakao. Hat der wenigstens eine einzelne Beschreibung? Eine gute? Ein veredeltes Nahrungsmittel. Das ist im Nährstoffprozessor. Schade. Sehr schade. Was kann das Ding eigentlich? Lebenserhaltungssystem 20%. Okay. Bereite Pilger-Elixier zu. Gib Sterndorn in den... Um Pilgerbeeren zu extrahieren. Okay. Sterndorn. Wo haben wir es denn? Da. Ich mach mal so. 1:1. Ja. Zack. Mal erstmal von allem nur 1. Gib Pilgerbeere in den Nährstoffprozessor, um sie zu einem Elixier zu verflüssigen. Okay. Mach ich. Zack. Pilger-Elixier. Wozu habe ich jetzt die Schokosoße gebraucht? Meilenstein abgeschlossen, regionale Delikatessen. Also war das Schoko einfach nur extra. Ja, okay. Komm ich mit klar. Gibt's auch keine extra... Oh, eine verbrauchbare Flüssigkeit... Ja, ist halt jetzt selbe Text auf Flüssigkeit angelegt. Wird in der gesamten Galaxie für das angenehme Gefühl im Mund und ihren echten natürlichen Aromen gepriesen. Okay, hier steht wenigstens ein bisschen was dazu. Sie verfügt sowohl über die erkennbaren Formen als auch die Aromen eines tatsächlichen Nahrungsmittels. In krassem Gegensatz zu... Ja, nee, hier ist es nicht. Hier ist zumindest nochmal so ein bisschen an eigenem Text. Ist schon sehr schade. Ist schon sehr, sehr schade. Ist das überhaupt was wert? Wert ist es jetzt nicht unbedingt viel. Na gut. Du kommst wieder mit. Okay.
Ja, nächster Nachteil von der Umstellung, muss ich gerade feststellen. Wenn ich etwas wieder einsammle, löse ich automatisch meinen Scanner aus. Dadurch, dass er jetzt auf R3 liegt. Verstehe. Das ist noch nicht so ausgereift mit dieser Tastenbelegung wechseln. Das ist tatsächlich noch nicht sehr ausgereift. So. Einsammeln. Jetzt kriege ich wieder Plätze. Jetzt mach mal hier erstmal. Zack. 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 Und ich kriege einen. Oh. Da waren doch ein paar mehr. Expeditionsbelohnung erhalten. Regionale Delikatessen. Scansystem-Upgrade. 5 Inventarplätze und eine Kuchenauswahl. Ich habe Kuchen bekommen. Das ist ja schick. Apfelkuchen. Verlorener Seelen. Ja. Dieses kuchenartige Nahrungsmittel wurde aus heulenden Teig hergestellt. Okay. Kriechendes Jukonik-Biskuit. Okay. Wurde aus windenden, aufgewühlten Teig hergestellt. Fluffiger Rachenspalter. Okay. Klebriger Brüller. Wurde auch aus Heulteig hergestellt. Okay. Und wir haben natürlich hier noch wieder ein schönes Scanner-Modul. Zack, rein da. Schön, gibt's noch mehr Geld. Zumindest für Flora und Fauna. Ja, dann muss ich schon mal sagen, wir sind wieder am Folgenende angelangt. Sind wieder gut vorangekommen. Und in der nächsten Folge werden wir noch weiter vorankommen. Macht Sinn? Sehe ich auch so. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann und ciao, ciao. Attention.